Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Ich bin hier am Supercharger Sulzföhringen. Oskar ist auch dabei. Und während wir hier laden, warten wir auf den lieben Johannes, denn der Johannes hat ein neues Model 3, Model 3 2020, Facelift oder auch Refreshed, wie immer man es nennen will. Und ich möchte euch heute die 10 Neuigkeiten vom allerneuesten Model 3 mit ihm zusammen zeigen. Ja, und hier ist er schon, der Johannes. Hallo. Hallo Johannes und vielen Dank, dass ich mir das mit dir anschauen darf. Selbstverständlich mit desinfizierten Händen und ordentlichem Abstand, wie sich das gehört. Darf ich mit den desinfizierten Händen einfach mal gucken, was mir so auf den ersten Blick auffällt? Sehr gerne. Obwohl ich Musiker bin, eins habe ich schon auf den allerersten Blick gesehen. Das Auto ist weiß. Wobei weiß ist das neue Black, weil früher war die günstigste Farbe ja schwarz, heute ist sie weiß. Und was aber natürlich viel mehr auffällt, ist, dass wir keine Chromteile mehr da haben, sondern, wie heißt es, Oskar? Chrome Delete, sagt man da als Fachbegriff. Zum Beispiel natürlich diese Griffe. Und man sieht schon hier die Scheiben nicht mehr. Das ist alles auf den ersten Blick erkennbar. Oh, und dann fällt mein Auge hier auf etwas, was man kaum erkennen kann, aber die Aerofelgen sehen auch etwas anders aus. Das sind die Dinger, wo ihr immer in die Kommentare schreibt, ich soll die doch wegmachen, weil die seien hässlich. Ich finde die nützlich und hässlich ist mir egal. Also bei mir sehen sie ein bisschen anders aus noch. Das ist jetzt aber wirklich nur ein Unterschied, den man mit viel gutem Willen erkennen kann. Darf ich mal hinten aufmachen? Natürlich. Ich habe nämlich da was gehört und gelesen. Genau. Aha. Ah. Und da gibt es einen neuen Knopf. Ha. Und wenn ich den drücke, geht das Ding wieder zu. Ist das nützlich? Ja doch, vor allem wenn man sich anguckt, wie dreckig die Kiste hinten ist, tut man sich so doch viel leichter und bleibt sauberer, wenn man Einkäufe einladen will. Von daher sehr nützlich, vor allem in Verbindung dann mit der Handy-App. Mhm. Funktioniert gut. Ich habe ja bei meinem mal solche Gasdruckfedern nachgerüstet, nachträglich eingebaut, damit das Ding auch von alleine hochgeht. Allerdings im Winter bisschen schlapp geworden, ne? Du hast auch im Winter keine Probleme? Ich habe bisher auch im Winter keine Probleme, okay. Genau. Und geht automatisch wieder zu. Um weitere Sachen zu finden, müsste ich mal reingehen. Darf ich? Sehr gerne. Okay. So, was sehen meine Augen? Hast du desinfiziert? Ich habe desinfiziert, ja. Es riecht sehr sauber auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, diese Knöpfchen sehen ein bisschen metallischer aus als bei mir. Genau, die sind neu. Und das sieht natürlich völlig anders aus. Okay, also öffnen, haken, schließen. Okay. Irgendwie einen Einsatz oder sowas haben sie einem auch nicht gegönnt? Natürlich nicht, nein. Sparmaßnahmen überall. Genau, aber die Klappe ist leichter bedienbar. Also ich kenne Leute, die das einfach nicht hinkriegen, die zu schließen. Ne? Genau, vor allem, man sagt, sie soll weniger verkratzen wie der Klavierlack vorher. Mhm. Das muss sich über die Dauer dann zeigen, ob es auch wirklich so ist. Ja, den habe ich ja schon mattiert mit einer Folie, aber ich finde, das ist eine ganz gute Lösung. Und ist das hier auch original jetzt? Das ist so auch original, genau. Da gibt es jetzt keine Klappe mehr für die, für die Handys. Ja, mag der ein oder andere blöd finden. Mir gefällt es so besser, vor allem, weil sich jetzt darunter auch eine Ladeschale verbirgt. Die ich mir auch noch extra zugelegt habe dafür. Okay. Die sind jetzt Serie. Unten drunter waren die USB-Anschlüsse. Sind die da noch? Genau, die sind da auch nicht mehr. Okay. Die sind jetzt in der großen Klappe auf der Rückseite Richtung Getränkehalter. Ich versuche mal, ob hier die Sprachsteuerung funktioniert. Handschuhfach auf. Da will er jetzt den PIN. Das ist eine der neuen Funktionen. Okay. Weil sich jetzt im Handschuhfach auch ein USB-Anschluss verbirgt für den Sentry Mode. Und auf geht's. Und da ist auch schon der USB-Anschluss. Genau, normalerweise ist jetzt sogar ein Tesla USB-Stick dabei. Mhm. Allerdings nur mit 64 GB. Den habe ich dann ausgetauscht gegen eine Festplatte. Aber genau, man kann es auch jetzt vom Start her nutzen mit dem mitgelieferten Stick. Ich habe mir sagen lassen, dass diese Knöpfe anders aussehen. Ist das richtig? Die sehen einen Tick anders aus. Genau, das gilt auch für die Knöpfe zum Türöffnen und für die Fensterheber. Auch die sind ja ein bisschen anders von der Optik. Und vor allem der Türöffnerknopf hat jetzt ein Symbol. Das heißt, die weniger Tesla-Erfahrenen kriegen auch die Tür auf. Eigentlich schade. Also ich meine, man hatte immer so einen Wissensvorsprung, wenn man jemanden eingeladen Richtig, hat. Ja. Und dann war immer so die, wie komme ich hier wieder raus? Super Topsy. Was wir hier auch noch sehen können mit
bloßem Auge ist, dass diese Scheibe hier dicker ist als die alte, aber auch als diese Scheibe hier. Was ist da passiert, Johannes? Da gibt es jetzt eine Doppelverglasung, soll weniger laut sein bei der Fahrt. Mhm. Man kann sich's einbilden, kleines bisschen vielleicht, aber es bringt jetzt auch nicht die Welt. Also auf den ersten Blick habe ich jetzt mal alles gesehen. Jetzt musst du mir wahrscheinlich noch die Geheimnisse verraten, die ich nicht so auf den ersten Blick sehen kann. Genau, der Hauptpunkt dürfte sicher die Wärmepumpe sein. Die sich jetzt, kann ich die sehen? Die kann man indirekt sehen, also direkt nicht. Man sieht sie am kleiner gewordenen Frank. Dann machen wir mal auf. Also, so sieht meine aus. Ich würde mal sagen, so grob 1, 2, 3, 4 von meinen Händen breit. Und so sieht deiner aus. Aha, da sieht man schon, oben ist das hier einfach breiter, ne? Genau. Vermutlich hat sich an der Breite ansonsten kaum was geändert. Kaum hier diese, aber hier diese Kanten ist sind mehr eingebaut. Ja, genau. Genau. Also ein bisschen geringeres Frankvolumen. Ganz genau. Aber dafür eben eine Wärmepumpe. Was macht die? Die pumpt Wärme. Das heißt, die Heizung wird effizienter und braucht weniger Strom. Also im Vergleich zum alten Model 3 habe ich doch eine ganze Ecke niedrigeren Verbrauch. Bin so knapp unter 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, ohne jetzt allzu sparsam zu fahren. Also doch weniger als vorher. Liefern wir mal kurz die Fakten nach. Du hast ein Long Range. Genau. Zwei Motoren haben sie sowieso. Genau. Und du hattest bisher ein Long Range, genau gleich. Also hat sich von der Konfiguration des Autos nichts verändert. Okay. Deshalb lässt sich es auch ganz gut vergleichen, genau. Okay, Wärmepumpe. Haben wir vorhin beim Laden gemerkt, dass man nicht mehr ganz so schnell laden kann? Genau, also es gibt da eben den Unterschied, dass die Wärmepumpe tatsächlich die Energie jetzt auch aus dem Akku zieht, also sprich die Wärme, die im Akku generiert wird beim Fahren, die wird genutzt, um eben den Innenraum zu heizen. Das funktioniert gut, sorgt aber eben dafür, dass die Batterie eher kühler bleibt und man dadurch auch nicht mehr so ganz so schnell laden kann, beziehungsweise dann auch weniger Rekuperation hat, wenn der Akku kalt ist. Du bist in deinem Hauptberuf Ingenieur, deswegen kannst du mir sowas erklären. Gut, Wärmepumpe haben wir gesehen, Kofferraumklappe haben wir gesehen. Ja, was könnte denn noch sich geändert haben? Ja, was könnte sich noch geändert haben, ist ein gutes Stichwort. Man weiß es nämlich nicht so hundertprozentig genau. Tatsächlich gibt es jetzt mehrere Batterievarianten. Vorher gab es ja nur eine im Long Range. Was bestätigt ist, ist, dass es eine von LG aus China gibt, die ein Tick kleiner tatsächlich geworden ist. Okay. Reichweite soll trotzdem gestiegen sein, wahrscheinlich wegen der Wärmepumpe. Ob es dann in der Praxis so ist, muss sich zeigen. Und es gibt wohl eine neue Variante aus den USA von Panasonic, die Tesla ja bisher auch schon in Zusammenarbeit gebaut hat, die etwas größer sein soll. Was jetzt genau verbaut ist, ist nicht so ganz eindeutig. In meinem Fahrzeugschein steht die größere, aber was steht da drin? 82 Kilowattstunden. Okay, bei mir steht 79 Kilowattstunden. Genau, das war die alte, klassische. Genau. Wir halten mal fest, im Fahrzeugschein hat sich geändert, dass du eine etwas größere Batterie hast. Genau. Durch die Wärmepumpe möglicherweise im Verhältnis zum alten Long Range mit zwei Motoren eine bessere Ausbeute. Genau. Meins mit nur einem Motor hinten ist immer noch... Immer noch. Das geht immer noch weiter. Genau. Es gibt noch mal eine Änderung, die nicht alle Fahrzeuge tatsächlich betrifft. Das sind die Scheinwerfer. Okay. Es gibt Performance-Modelle, die haben einen anderen Scheinwerfer mit einer Linse außen. Man munkelt, es wäre Matrixlicht. Ist es im Moment noch nicht, kann aber ja per Software noch angepasst werden. Meiner hat tatsächlich die bekannten Scheinwerfer, die es vorher auch schon gab, die deins ja auch hat. Genau. Okay. Einen kleinen Unterschied haben wir natürlich noch vergessen. Und zwar hat das Model 3, wie schon vom Model Y bekannt, eine magnetische Sonnenblendenhalterung. Das heißt, hier rastet man nicht mehr mechanisch ein, sondern die Sonnenblende hält per Magnet. Ja, wäre noch die Frage, soll ich eine Runde mitfahren oder würdest du sagen, es fährt sich ganz genauso wie früher auch? Es fährt sich so wie die alte Version auch. Also da hat sich nichts geändert. Leistung ist die gleiche. Du hast ja den direkten Vergleich. Genau, da hat sich nichts getan. Cool, vielen Dank. 10 oder 11 Sachen haben wir gefunden, die sich unterschieden haben. Genau, doch eine ganze Menge eigentlich. Ja, er ist übrigens Fotograf. Also wenn ihr ihn mal besuchen wollt, blende ich euch unten noch die Webadresse ein. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir unbedingt ein Like, lasst ein Abo da und kommentiert gerne, was ihr zu dieser Sache noch zu sagen habt oder was ihr für andere Videos auf meinem Kanal sehen wollt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Dieser Dave.